Hallo, liebes Publikum. Hallo. Vor einem Jahr, als wir uns die ersten Takte von Joaquin Rodrigos Lieder angeschaut haben, hätten wir nicht gedacht, dass daraus ein Kurzfilm werden würde, den wir Ihnen jetzt mit großer Freude präsentieren möchten. Vor dem Film hören Sie auch ein kleines Interview mit Herrn Klaus Vlada über Joaquin Rodrigo. Bleiben Sie gespannt, denn in den nächsten Monaten, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern, folgen noch 5 weitere Hommagen an ausgewählten Komponisten. Über Ihren Feedback würden wir uns sehr freuen. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu diesem Kurzfilm über 3 spanische Lieder von Joaquin Rodrigo. Joaquin Rodrigo war ein spanischer Komponist, er stammte aus Sagunto in Valencia und er hatte leider das Pech, mit 4 Jahren an Diphtherie zu erkranken und dadurch hat er im frühen Kindesalter sein Augenlicht verloren und es auch nie wieder erlangt. Joaquin Rodrigo war eigentlich der wichtigste Komponist in seiner Generation. Also eigentlich einer der wichtigsten Komponisten im gesamten 20. Jahrhundert in Spanien. Seine wichtigsten Einflüsse hat er in Paris sich geholt, und zwar von Manuel de Falla und von Paul Dukas, von denen er maßgeblich beeinflusst wurde. Sehr typisch für seinen kompositorischen Stil ist, dass sich seine Kompositionen immer im tonalen Bereich bewegen. Die sind aber zumeist mit leichten Dissonanzen gewürzt. Also es kommen dann doch immer ein paar Akkorde oder Töne vor, die dann doch ein bisschen auf neue Musik hindeuten. Sein wichtigstes Werk ist auf jeden Fall das berühmte Concierto de Aranjuez für Gitarre und Orchester. Ein Werk, das von Regino Sanz de la Maza beauftragt wurde in den 1930er Jahren. Und es hat einen ganz, ganz berühmten zweiten Satz, einen langsamen Satz, ein Adagio. Man erzählt sich so die Geschichte, dass der Schluss dieses Adagios, der aus ganz langsam aufsteigenden Flageolett-Tönen der Gitarre besteht, eine Hommage ist an ein Kind, an das Baby, das Joaquin Rodrigos Frau leider vor der Geburt verloren hat. Also das symbolisiert sozusagen die aufsteigende Seele dieses Kindes, dieses ungeborenen Kindes. Joaquin Rodrigo hat sehr viele Stücke für klassische Gitarre komponiert. Die sind auch alle sehr beliebt und bekannt bei Gitarristen. Das sind auch meistens sehr komplexe und schwierige Stücke. Und im Jahr 1951 hat er 12 spanische Lieder für Klavier und Gitarre komponiert. Und aus diesen 12 Liedern hören wir jetzt dann gleich 3 davon. Das ist also so ein Exzerpt, 3 canciones españolas für Gitarre und Gesang. Und in diesen 3 canciones hört man sehr schön den spanisch-folkloristischen Einfluss in Rodrigos Musik. Viel Spaß!
manzanita colorada, como no te caes el suelo, toda la vida andado la resalada, por alcanzarte no puedo. Pecho tengo dos escaleras de vidrio, por una sube el querer la resalada, por otra baja el cariño. Nueva canción del corregidor y la molinera. En cierto lugar de España había un molinero honrado que ganaba su sustento en un molino arrendado. Era casado con una moza como una rosa, y era tan bella que el corregidor, madre, se prendó de ella, la visitaba y festejaba, hasta que un día le declaró el asunto. El asunto que pretendía.
Ella sabía, y ella sabía.